Was fasziniert Sie an Politik? An Politik fasziniert mich insbesondere, dass man mitgestalten kann, dass man auf die Sorgen und Nöte der Menschen eingehen kann, dass man allerdings auch kompromissfähig sein muss und versuchen muss, im Interesse der Bevölkerung, aber auch im Interesse der Parteien, die bestmöglichen Wege zu finden. Das ist spannend, manchmal nicht einfach, sehr anstrengend. Aber wenn man am Ende des Tages oder am Ende der Jahre feststellen kann, was alles dabei entstanden ist, dann kann man auch ein Stück stolz drauf sein, mit dabei zu sein. Was war Ihr politisches Schlüsselerlebnis? Für jemanden, der im Osten groß geworden ist und die Wende mitmachen durfte, dann in die Volkskammer gewählt worden ist, war natürlich der Tag der Volkskammerwahl für mich so ein zentrales Schlüsselerlebnis, denn ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich mal in die letzte frei gewählte Volkskammer der damaligen DDR einziehe und dann mitgestalten darf die Wiedervereinigung. Und das war ein sensationelles Erlebnis. Wer ist Ihr politisches Vorbild? Ja, ich habe zwei, die heißen beide Helmut, der eine Helmut Kohl und der andere Helmut Schmidt. Welche drei Eigenschaften charakterisieren Sie? Ja, ist immer schwierig, wenn man das selber machen soll, aber ich würde mich als sehr geradlinig bezeichnen, als bodenständig, aber ich bin auch sehr kommunikativ. Was würden Sie mit drei freien Tagen am Stück anfangen? Also ich glaube, wenn man aktiv in der Politik tätig ist, dann vernachlässigt man im gewissen Sinn ein bisschen die Familie, insbesondere das Heranwachsen der Kinder. Bei meinen eigenen vier Kindern habe ich in den letzten 20 Jahren mir viel zu wenig Zeit dafür nehmen können. Als auch immer problematisch, wenn Politik über Familienpolitik spricht und da im Vorleben nicht unbedingt das größte Vorbild ist, wenn man aktiv Politik macht. Deswegen würde ich bei drei freien Tagen im Stück mich jetzt mit meinen derzeit zwei Enkelkindern dann aktiv beschäftigen, und zwar drei Tage im Stück. Ihr Lieblingsbuch? Derzeit beeindruckt oder hat mich sehr beeindruckt die Trilogie von Stieg Larsson, was die Kriminalromane betrifft, und insofern ist das derzeit mein, im wahrsten Sinne des Wortes, Bestseller oder die Bestseller. Ihr Lieblingsfilm? Ja, habe ich auch, aber der ist schon ziemlich alt, der rattert schon noch im Filmkasten. Das ist Die Legende von Paul und Paula. Warum sind Sie die beste Wahl als Ministerpräsident? Ich denke, es ist wichtig in diesem Land, dass man die Entwicklung der Geschichte in den letzten Jahrzehnten miterleben musste, also hier die ganzen Umbrüche miterleben musste, warum die Menschen auf bestimmte Sachen so reagieren, wie sie reagieren, mit welchen Problemen wir verbunden werden, welche Probleme auf uns über Nacht zugestoßen sind. Und insofern habe ich das alles selbst miterlebt, habe die Familie hier, erlebe den Umbruch im privaten Bereich, im Freundesbereich seit 1990. Insofern glaube ich, kann ich besser auf bestimmte Sachen und Entwicklungen reagieren, als wenn man das sozusagen von außen heraus tut. Und deswegen denke ich, ist es gut, wenn jemand, der die Entwicklung der letzten Jahrzehnte mitgemacht hat, dieses in Zukunft als Ministerpräsident führt. Ein Lebensmotto zum Schluss. Für mich ist ganz wichtig, man darf nie vergessen, wo man hergekommen ist, egal in welcher Funktion man mal irgendwann geht oder kommt. Und das ist ganz wichtig, dass man dabei dann eben auch die Bodenhaftung behält. Und deswegen ist das für mich der Grundsatz, nie vergessen, wo du herkommst.